Der Dennis-Kanal. Guten Morgen. Ja. Ja, mein Name ist Darth Vader und ich arbeite bei einem großen Softwareunternehmen als Softwareprüfer in München. Ich erstelle seitdem Prüfpläne und auch Prüfprotokolle. Ich bin hier zufrieden in der Gruppe und ich mache das gerne. Und das zieht sich jetzt über die letzten 3 Jahre hinweg und ich freue mich, hier zu sein. Und ich bin wirklich in München angekommen. Ich stehe um 7 auf und um 7.30 Uhr kommt auch schon der Bus. Da muss ich mich natürlich beeilen. Wir werden unser Pressesprecher. Seminare sind von der Handelskammer vorgegeben und ich bin jetzt jemand, der sich vielleicht eine Dreiviertelstunde wirklich gut konzentrieren kann. Aber die letzte Viertelstunde, die packe ich einfach manchmal nicht und dann werde ich schon ziemlich müde. Ja, der Wettbewerber auch dementsprechend. Gut, erstmal ist es natürlich schön, dass wir ein gemeinsames Hobby hier unter den Kollegen gefunden haben, was uns allen Spaß macht. Und dann ist natürlich schön, nach der Arbeit nochmal zusammen einen Sport betreiben zu können. Es gab sogar tolle Turniere, die wir bestritten haben. Und wir haben letztes Jahr sogar das Triple geholt. Mit meinen Arbeitskollegen schaue ich am Wochenende am liebsten Star Wars. Und ja, ich hatte das Zeug dazu, ein Sith Lord zu werden. Ich hatte eigentlich auch alle Voraussetzungen dazu. Die Klamotten, das angsteinflößende Presto-Flaschengeräusch, alles. Ich glaube, wenn ich es wirklich probiert hätte, dann hätte ich es auch wirklich schaffen können, ein großer Sith Lord zu werden. Wer es nicht probiert, wird's nicht erleben. Darth Vader Zero. Ja, so, ne?